Hier ein neues Format. Ich habe für dich ein gesamtes Beratungsgespräch aufgezeichnet. Das heißt, ich habe mich mit einem Interessenten zusammen hingesetzt und ihn bei seinem Frauenproblem beraten. Du wirst diese Beratung nur hören und nicht sehen. Das heißt, leider bleibt dir mein wunderschönes, engelsgleiches Gesicht diesmal verwehrt. Du musst nur mit meiner Stimme zurechtkommen. Jedenfalls hört man nur mich. Das, was du nicht hören wirst, ist meinen Interessenten aus offensichtlichen Datenschutzgründen. Ganz wichtig, wir zeichnen nicht standardmäßig jedes Beratungsgespräch auf. Im Gegenteil, das sind eher Ausnahmen. Wenn ich das Gefühl habe, dass jemand anderes, also dass meine Zuschauer etwas aus der Situation mitnehmen können, die wir gleich dabei sind zu besprechen in der Beratung, dann frage ich immer nach, sage, yo, hättest du was dagegen, wenn wir es aufzeichnen, anonymisieren, dass man nur mich hören kann und für die Nachwelt festhalten, und dann kommt dieses Format hier zustande. Also viel Spaß dabei und wir sehen uns oder wir hören uns gleich bei der Beratung. Dann würde ich erstmal sagen, danke, dass du dich bereit erklärst, dass wir das Ganze hier aufzeichnen. Denn ich habe das Gefühl, dass das, was wir heute besprechen, in eine Richtung geht, die sehr vielen Leuten hilft. Hier nochmal der kleine Hinweis, du bist kein Einzelfall, das habe ich dir schon am Anfang 10-mal gesagt. Hat gedauert, bis du das geschluckt hast. Du bist kein Einzelfall. Das, was du mir da gerade erzählt hast, das habe ich schon hunderte Male gehört. Mit kleinen Nuancen. Wenn ich dir gleich erkläre, was dahinter steckt, dann wirst du auch checken, was ich genau damit meine. Aber genug davon. Lass mich erstmal zusammenfassen, was da überhaupt passiert ist. Also, du bist jetzt seit 4 Jahren in einer Beziehung und deine Partnerin hat angefangen, so halbnackte Fotos auf Instagram zu posten. Davor ist ihr Verhalten schon etwas abgewichen von dem, was du gewohnt bist. Also, sie ist ein wenig kälter geworden, hat sich politisch korrekt ausgedrückt weniger sagen lassen von dir. Und ist dir so ein bisschen auf der Nase rumgetanzt, hat Streit angefangen, hat die ganze Zeit angefangen, dir irgendwelche Vorwürfe zu machen für Dinge, die sie vorher total toll fand. Also alles super klassisch bisher. Und als du sie dann konfrontiert hast, also jetzt mit diesen Fotos auf Instagram, war sie bitchy dir gegenüber. Und hat sinngemäß gesagt, ey, ich mach hier, was ich will, du hast mir nichts zu sagen. Oder? Okay, ich habe erstmal eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Ist eine rhetorische Frage. Ist immer die schlechte Nachricht zuerst. Also, diese Beziehung, die wird zu 99% so, wenn du sie jetzt weiterführst, nicht funktionieren. Die gute Nachricht ist, es gibt eine Möglichkeit, wie du das Blatt wenden kannst. Aber Spoiler, die wird dir nicht gefallen. Du wirst diese Nachricht nicht feiern, du wirst das nicht toll finden, sage ich dir jetzt schon. Wie gesagt, 100-mal dieses Gespräch geführt. Ich habe noch nie einen Kunden gehabt, der super begeistert von dieser Idee war. Weil du willst eigentlich was ganz anderes hören. Stopp! Was haben wir gerade über Unterbrechen gesagt? Nein, nicht deswegen. Es ist mir scheißegal, ob du höflich bist oder nicht. Mir geht es um deine Zeit. Wir haben jetzt 1,5 Stunden. Und wenn du mich unterbrichst mit irgendwelchen Informationen, die komplett irrelevant sind für die Qualität der Antwort, die ich dir gleich liefere, dann lass es sein, du verschwendest deine Zeit. Wenn du wirklich der Ansicht bist, dass ich irgendwas übersehen habe, dann unterbrich mich gerne. Wie gesagt, ich scheiß auf die Gebote der Höflichkeit. Mir geht es vielmehr darum, dir ein bestimmtes Ergebnis zu liefern. Nur das, was du jetzt gerade machst, ist das Folgende. Du willst deine Beziehung retten, logischerweise. Du hängst an der. Haben wir ja gerade festgestellt. Und natürlich willst du am liebsten jetzt von mir hören, ja, kein Problem, du musst nichts ändern, hier, sag ihr diese 5 Sätze und dann ist die Beziehung gerettet und ihr lebt glücklich und zufrieden bis ans euer Lebensende. Das möchtest du eigentlich von mir hören. Ja, ich weiß, klar, sehr offensichtlich. Und die ganzen Fragen, die du mir jetzt stellst, die Informationen, mit denen du mich unterbrichst, das sind Versuche, doch noch die Antwort aus mir rauszuzwingen, die du hören möchtest. Die ganzen Informationen, die du mir jetzt gibst, was ist das? Das ist übersetzt ein, hey, hey, Sascha, so schlimm ist es nicht. Sie hat das und das auch gesagt. Und hier ist sie gar nicht so schlimm, wie du sagst. Verstehst du? Das ist das, was du die ganze Zeit machst. Und ich werde dir, und jetzt sage ich dir das nochmal in aller Deutlichkeit, ich werde dir die Antwort, die du hören möchtest, nicht liefern. Ich werde dir nicht dabei helfen, dein eigenes Grab zu schaufeln. Weil wenn du die Beziehung jetzt so weiterführst,
wie bisher, wenn du keinen klaren Cut machst und einen relativ drastischen Schritt gehst, dann wird das nichts. Es gibt zwei Möglichkeiten, was passiert, wenn du diesen Weg gehst. Nummer eins, die Frau wird sich immer weiter von dir distanzieren und irgendwann heißt es dann, die Gefühle sind weg. Ob das jetzt in einem Monat passiert, in einem Jahr, scheißegal, spielt keine Rolle. Das Ergebnis ist dasselbe. Möglichkeit zwei, die wird das jetzt hocheskalieren, also euren Streit jetzt, und es wird sofort enden. Das sind deine beiden Optionen. Enden wird so oder so. Aber diese naive Hoffnung von, ich lasse jetzt alles relativ gleich, ich verändere nichts, ich gehe kein Risiko ein und dann ist die Beziehung schwuppsdiwupps gerettet, das wird nicht funktionieren. Also nein, du wirst diese Antwort nicht bekommen. Du kannst mir noch so viele Informationen geben und mir erzählen, wie toll sie sonst so ist. Es wird nichts ändern an der Antwort. Kann ich dir jetzt schon sagen, weil die Informationen, die du mir bereits gegeben hast, die sprechen für sich. Also hör auf, mich zu verarschen. Hör auf mit diesen Bestätigungsfragen. Ich weiß, was du da machst. Du vergisst, dass ich schon 100 Gespräche plus geführt habe. Ja, ich weiß, alles gut. Weißt du, dass du das nicht böse meinst. Ist nur Selbstschutz. Ist schon klar, dass das unangenehm ist. Du möchtest einfach am liebsten diese 5 magischen Sätze hören und dann wird alles gut, ne? Ja. Also, lass uns weitermachen. Wie war das vorher? Mit Frauen. Also, was hast du vorher für Erfahrungen gemacht? Fangen wir doch so an. Mit wie vielen hast du gevögelt? Okay. Ja. Und mit wie vielen Frauen hast du insgesamt, also warst du in diesem Dating-Prozess? Ja. Dachte ich mir. War auch eigentlich eine rhetorische Frage. Hätte mich jetzt überrascht, wenn du was anderes gesagt hättest. Dein Verhalten spiegelt das nämlich deutlich wider. Lass uns mal klären, warum das überhaupt alles passiert ist. Also, wieso ist die Situation so, wie sie ist jetzt mit deiner Partnerin? Weil der Fehler, der ist dir nicht erst in der Beziehung unterlaufen, beziehungsweise, lass mich so präzisieren. Du hast Fehler gemacht in der Beziehung, keine Frage. Haben wir ja auch gerade schon etwas darüber gesprochen vorhin. Aber diese Fehler, die sind unvermeidbar aus deiner Position heraus. Also wenn man sich deinen Lebenslauf, wenn man so will, deinen Dating-Lebenslauf anschaut, wenn man sich die Anzahl der Frauen anschaut, auf die du jemals Zugriff gehabt hast, dann kannst du nicht anders, als diese Fehler zu machen, verstehst du? Nein, ist unmöglich. Guck mal, ich mache das jetzt schon 8 Jahre. Denkst du nicht, ich hatte Kunden in einer identischen Situation wie du, früher, wo ich die noch angenommen habe, und habe ihnen dabei geholfen, die Situation ohne Risiko zu retten. Denkst du nicht, das ist schon passiert? Ja, viel zu oft. Und das ist nie gut gegangen. Nicht aus dieser Position. Aber zurück zum Punkt. Wenn du in eine Beziehung gehst, aus einem Mangel heraus, und das bist du, du bist im puren Mangel gewesen, vor dieser Beziehung, dann bist du in einer beschissenen Verhandlungsposition. Diese ganzen fancy Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, dieses korrekte Verhalten, was deine Beziehung wieder retten würde, das wird für dich in deiner Position unmöglich sein zu tun. Keine Chance. Willst du jetzt die nächsten 10 Jahre faken oder was? Wie stellst du dir das vor? Soll ich dir jeden Text vorschreiben, den du deiner Partnerin schickst? Soll ich vielleicht gleich deine Partnerin bumsen? Möchtest du das? Nee, ernsthaft, das wird so nicht funktionieren. Du wirst zwangsläufig mal authentisch handeln im negativen Sinne und der Frau damit zeigen, was für ein Typ du bist. Ein Typ, der keine Frauen abbekommt und der nicht die Fähigkeit hat, jederzeit zu gehen. Also, jetzt nochmal von vorne. Du bist deine jetzige Beziehung aus einem Mangel heraus eingegangen. Du hast gesagt, du hast mit 3 Frauen geschlafen. Du bist jetzt? Okay. Also, du hast mit deinen 28 Jahren insgesamt 4 Frauen gehabt. Und das war auch alles Zufall. Du hast gerade gesagt, das eine das war die Arbeitskollegin, dann die zweite, die hast du bei deinem Studium. Ja, genau, bei deinem Studium kennengelernt und die anderen, das waren so uralte Schulfreundinnen, die du schon seit deiner Kindheit kennst. Ist alles Zufall. Das heißt,
Wenn deine Partnerin jetzt weg ist und du Single bist, dann hast du nicht die Sicherheit, eine andere, vielleicht sogar eine deutlich bessere Partnerin, mit der du weniger Drama hast, zu finden. Und das meine ich mit scheiß Verhandlungsposition. Wie viele von meinen Videos hast du dir angeschaut? Boah, ja, keine Ahnung. Ich habe so viele Podcast-Folgen gemacht, dass ich nicht mehr weiß, wo ich was gesagt habe. YouTube-Podcast. Aber du hast. Okay, alles klar. Immerhin, dann weißt du das schon, was ich sage. Trotzdem wiederhole ich es noch einmal, weil dein Verhalten sagt was anderes. Also, wenn du kein Frauenheld bist, und das bist du nicht, oder? Ja, yeah, genau. Wenn du kein Frauenheld bist und eine Beziehung eingehst, dann tust du das aus einem Mangel. Und wenn die Frau anfängt, sich zu distanzieren, Drama zu machen, Verhalten an den Tag zu legen, was dir nicht gefällt, was wird dann passieren? Inwiefern wirst du dann in der Lage sein, zu sagen, jo, lass das mal jetzt, sonst bin ich weg, kein Bock auf die Scheiße, weil meine Ansprüche sind übertrieben hoch. Natürlich wirst du das nicht machen. Hört sich super fancy an, ne? Wenn man das so in Videos sagt oder wenn du dir so Videos reinziehst, Podcast-Folgen anhörst, dann denkst du auch so, oh, das ist logisch, ja, das kriege ich hin. Und? Wie gut hat das geklappt? Also eine Sache zu hören und wirklich in dieser machtvollen Verhandlungsposition zu sein, das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und du wirst keine Beziehung führen können auf Dauer, keine gesunde, keine glückliche Beziehung, in der du zufrieden bist, aus einem Mangel heraus. Das wird nicht funktionieren. Deswegen sage ich das doch die ganze Zeit. Wenn du kein Frauenheld bist, dann bleib fucking Single, lass es sein. Du hast einen Lebensabschnitt verpasst. Du dachtest, ups, jetzt mache ich mir das ganz einfach. Ja, jetzt habe ich mal eine Frau und wird schon gut gehen. Ich muss nicht gut mit Frauen werden. Stehst du? Das hättest du nicht machen sollen. Deswegen sag ich das doch die ganze Zeit in Videos, Mann, aber ihr hört nicht zu. Ja. Meine ich ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast Fehler gemacht. Massenhaft Fehler in deiner Beziehung. Ja, genau. Zum Beispiel, wie du reagiert hast. Oder diese Geschichte mit ihrem Ex, genau das Gleiche. So. Du bist nicht dumm, du bist ein smarter Typ. Du kennst die Fehler, du hast dir meine Videos reingezogen. Du weißt rational und logisch, wie das geht. Ich muss das nicht wiederholen. Und trotzdem hast du diese Fehler gemacht. Und das ist vollkommen okay, dafür musst du dich jetzt nicht selber geißeln. Du hast diese Fehler gemacht, weil du nicht anders konntest. Du kannst dich in deiner Beziehung nicht die ganze Zeit verstellen. Du kannst dir nicht irgendwelche YouTube-Videos reinziehen oder hier Podcasts folgen und dann so tun, als ob, weil Sascha hat ja irgendwann mal gesagt, dass ich hier den Playboy 69 spielen muss, damit ich erfolgreich mit Frauen werde oder damit ich eine glückliche Beziehung führe. Das klappt nicht. Wie lange willst du das faken? Wie lange willst du das aufrechthalten? Natürlich klappt das nicht. Und die einzige Möglichkeit, die du hast, um eine glückliche Beziehung zu führen, ist zuerst Auswahl zu haben, zuerst zu verstehen, ey, ich bin geiler Typ, ich kann mit deinem Fingerschnipsen jede Frau haben. Ich bin der Preis in einer Beziehung. Die Frau ist dankbar, wenn ich mich jeden Tag dafür entscheide, mit ihr zusammen zu bleiben. Erst wenn du in so einer Position angekommen bist, dann ist es für dich möglich, eine geile Beziehung zu führen. Davor kannst du das komplett knicken. Ja, ey, ich meine damit doch nicht, dass du. Nein! Ich meine damit nicht, dass du nicht. Nochmal auf Deutsch. Ich meine damit nicht, dass du rumvögeln musst. Was hast du gerade falsch verstanden? Du musst es können. Verstehst du den Unterschied zwischen. Du musst in der Lage sein, du musst wissen, wenn ich will, dann kann ich es tun und ich muss jetzt 100 Frauen vögeln. Das ist damit nicht gemeint. Ist auch komplett okay, wenn du sagst, ich bin nicht so der Typ für One-Night-Stands, keine Lust auf die ganze Sache. Jetzt will ich einfach nur eine Beziehung. Ist gut. Dann sortierst du halt extrem hart aus, aber du benötigst Auswahl. Du benötigst diese Sicherheit, dass Frauen dich haben wollen. Es geht einfach nur darum, wer hat die Macht in der Beziehung? Wer hat die bei dir? Nein. Das hast du sehr, sehr optimistisch formuliert. Ist viel, viel schlimmer. Guck dir einmal an, was du toleriert hast. Schau dir an, wie scheiße es dir gerade geht. Und du willst mir erzählen, dass das 75-25 ist. Klar, natürlich. In welcher Parallelwelt?
Die Frau weiß doch, was sie mit dir machen kann. Sonst würde sie es nicht tun. Wenn sie dich für den Preis halten würde, wenn sie jeden Tag aufstehen würde und denkt, ey, ich bin so froh, mit dem zusammen zu sein. Und wenn er nicht mehr da ist, dann, oh mein Gott, mein Leben macht keinen Sinn mehr. Denkst du, sie würde sowas abziehen? Natürlich nicht. Sie würde nicht mal auf die Idee kommen, dich sowas zu fragen. Sie würde nicht mal fragen, hey, darf ich jetzt hier freizügige Bilder auf Instagram posten? Würde die nicht. Weil sie weiß, dass sie dich damit verlieren könnte. Verstehst du? Du kannst an ihrem Verhalten ablesen, wie viel sie von dir hält, wie wichtig du ihr bist. Dieses ganze Scheißgelaber ist egal. Es ist egal, was sie dir sagt. Du schaust nur auf ihr Verhalten und ihr Verhalten sagt dir ganz klar, ich scheiß auf dich. Ich kann mit dir machen, was ich will. Und du wirst nichts dagegen tun können. Gar nichts. Ich weiß, du wirst das sowieso schlucken. Hast du ja auch. Vielleicht bist du mal für ein paar Tage so ein bisschen beleidigt. Ja, bist du ja auch. Und dann ist alles wieder gut. Dann kommst du angekrochen. Das denkt sie aktuell über dich. Genau das. Nichts anderes. Und aus dieser Position musst du raus. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt hier die 5 magischen Worte sagst. Das wird, wie gesagt, nicht klappen. Du musst eine komplette Transformation, eine Veränderung durchmachen. Und dann kannst du als neu erschaffener Mann, wenn du so willst, wiederkommen und sagen, hey, hier bin ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Ich bin misstrauisch, ich weiß noch nicht, ob, also, ja, jetzt wo ich schlauer bin, jetzt wo ich Auswahl habe, weiß ich nicht, ob das mit uns Sinn macht. Das ist ein gutes Framing und aus diesem kannst du auch eine Beziehung heraus beginnen. Alles andere wird nicht klappen. Genau, das ist das Problem. Du warst verliebt. Guck mal, ich weiß, das klingt jetzt extrem unromantisch, ist wieder so eine Sache, die willst du auf gar keinen Fall hören, ne? Aber musst du halt. Wenn du eine gute qualitative Beziehung möchtest, die über 5, 10, 15 Jahre hält, darfst du nicht verliebt sein am Anfang. Du musst rational zu dem Entschluss kommen, dass eine Beziehung sinnvoll ist mit dieser Frau. Aber Verliebtheit, dieses Kribbeln im Bauch, dieses, oh, ich muss sie haben, ich muss Zeit mit ihr verbringen, sie ist so toll, meine Göttin, meine Herrin, meine Sklavin, bitte piss auf mich. Ey, was denkst du, was das ist? Ist das Liebe? Das ist einfach nur, wenn wir das auf einer psychologischen Ebene betrachten, irgendwelche beschissenen Kindheitstraumas, die du jetzt versuchst im Nachhinein auszuleben. Mehr nicht. Da wird irgendwas in dir getriggert. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Du kommst aus einer kaputten Ehe, also deine Eltern hatten eine kaputte Ehe und deine Mutter ist deinem Vater die ganze Zeit fremdgegangen. Du schaust dir das an und du denkst, so muss eine Beziehung funktionieren. Das ist eine Beziehung, weil meine Eltern haben es mir ja vorgemacht und du kennst nichts anderes. Was wirst du jetzt automatisch tun oder beziehungsweise wo wirst du hintendieren? Weil du hast ja Macht und Einfluss darüber, wir im Coaching machen ja genau das, wir lösen diese ganz negativen Glaubenssätze auf, zum Beispiel bei unseren Kunden jetzt. Und du tendierst dazu, die Beziehung deiner Eltern nachzuahmen. Das heißt, wenn da eine Frau ist, die verhält sich wie die Letzte, also ganz, ganz schlimm. Du weißt, die wird dir fremd gehen. Was machst du dann? Dann bist du verliebt. Weil du denkst, mit dieser Frau kann ich genau das, wie so ein perverses Rollenspiel nachspielen, was meine Eltern damals mir vorgelebt haben. Das ist Verliebtheit im Großen und Ganzen. Diese Schmetterlinge im Bauch, diese tollen Gefühle, dieses Auf und Ab. Guck mal, Liebe sollte immer leicht und mühelos sein. Merk dir diese Worte, sonst ist es keine Liebe, sondern irgendwelche dämlichen Kindheitstraumas. Liebe tut nicht weh. Ich weiß nicht, was für Filme du dir da reingezogen hast, aber hör auf damit. Liebe tut nicht weh. Niemals. Liebe ist leicht, Liebe ist schön, aber Liebe tut nicht weh. Schau, die einzige Möglichkeit, eine wirklich tolle Beziehung zu führen, ist diese richtig anzufangen. Und hörst du das im Hintergrund? Warte mal, ich bin mal kurz leiser. Ja, Glocken, wir sind direkt neben der Kirche. Ja, sieht hübsch aus, aber ist ab und zu echt nervig. Also, genug abgeschweift, von vorne. Die einzige Möglichkeit, wie du in eine wirklich tolle Beziehung gehen kannst, ist, du hast Auswahl, du bist ein Frauenheld, du kannst mit dem Finger schnipsen, jede Frau will dich haben. So. Und jetzt ist da eine Frau. Und die macht alles richtig. Sie verhält sich ganz toll dir gegenüber, gibt dir Zuneigung, bis zum geht nicht mehr. Keine Red Flags, kein gar nichts. Und du findest so
so rational keinen Grund, mit dieser Frau keine Beziehung anzufangen. Du denkst so, ja, okay, ich könnte zwar rumvögeln und mindestens ein, zwei Frauen pro Woche haben, aber ich will ja langfristig eine Beziehung. Ich weiß, dass rumvögeln jetzt mich die nächsten 100 Jahre nicht glücklich machen wird. Also, ja, komm, von mir aus. Ja, ich weiß nicht. Nee, ich bin doch nicht bereit für eine Beziehung. Und dann überredet sie dich. Und dann bist du irgendwann nach einem halben bis einem Jahr in einer Beziehung und sagst, ja, okay, komm, dann sind wir halt zusammen. Die Frau hat das Gefühl, sie hat den Preis schlechthin erobert. Sie ist glücklich, du bist glücklich. Und du hast so eine richtig geile Machtdynamik in der Beziehung. Weil die Frau weiß, dass du der Preis bist. Weil die Frau weiß, dass sie mit dir etwas gewonnen hat. Und dann wird sie es auch viel ernster nehmen, weil wir, wenn wir etwas zu leicht bekommen, wenn es umsonst ist, wenn es uns einfach zufliegt, dann wissen wir das nicht zu schätzen. Ich meine, wenn man dir zum Beispiel was ist dein Lieblingswagen? Ja, wenn man dir ein Porsche 911er einfach schenkt, dann wirst du den nicht so wertschätzen wie einen Porsche 911er, den du dir über 10 Jahre hart erarbeitet hast. Das hat einfach einen ganz anderen emotionalen Wert für dich. Und das Gleiche gilt, wenn du diese Sache schon besitzt, wenn du sie nicht pflegen und hegen musst und aufpassen, dass du sie auch behältst, dann wirst du die nicht ernst nehmen. Meine Mutter hat mir das immer beigebracht, bereits als Kind. Sie hat mir mal gesagt, ey, wie Liebe entsteht ist, oder wie du ein Kind zum Beispiel lieben lernst, oder eine Partnerin oder ein Haustier von mir aus, wie du diese Liebe entwickelst, ist, du kümmerst dich um dieses Kind, diese Partnerin oder dieses Haustier. Und erst wo ich mir zum Beispiel einen Hund gekauft habe, konnte ich damit richtig relaten. Also, ich erzähle es mal so. Ich habe jetzt mittlerweile Katzen. Also, ich und meine Partnerin, wir haben Katzen. Ich hab ihr Katzen gekauft. Und sie liebt diese Katzen über alles. Sie hat auch 99% dieser Zeit mit den Katzen zu tun. Und ich finde die Viecher zwar ganz süß, also tolle, tolle Kätzchen, aber da ist nicht diese brennende Liebe. Weißt du, kennst du diese nervigen Hundebesitzer, die ihren Hund so richtig vermenschlichen? Das bin ich. Ja, safe. Ich behandle meinen Hund, ich habe so einen Shiba Inu, so richtig wie ein Mensch. Immer wenn der kommt, sage ich so, oh, du bist ein hübsches Tier, das ist ein schönes Tier. Ich mache dem die ganze Zeit Komplimente, ich liebe diesen Hund. Wirklich. Warum denkst du, liebe ich diesen Hund mehr als meine Katzen? Weil ich seine Scheiße aufgewischt habe. Der hat in mein Bett gedurchfallt. Zig Male. Ich war bei ihm beim Tierarzt. Der hatte gesundheitliche Probleme. Ich habe wirklich so viel Zeit in diesen Hund investiert. Und jede Minute, die ich seine Scheiße wegwischen musste, habe ich mich mehr in diesen Hund verliebt. Also es ist das Investment. Das macht eine Menge aus in einer Beziehung. Genauso wie beim Kind. Hast du dich jemals gefragt, wieso Eltern ihre Kinder so wenig lieben? Ja, weil sie einen Fick geben auf diese Kinder. Weil sie sich niemals in die Erziehung richtig eingemischt haben, weil sie von Anfang an da nichts rein investiert haben. Und dann kommt halt sowas raus, wie Eltern, die ihre Kinder nicht so lieben, wie sie es eigentlich verdient hätten. Also umso mehr du in etwas investierst, desto mehr liebst du es. Desto mehr emotionale Bindung baust du auf. Und bei Beziehungen ist das ganz genauso. Wenn du einfach ihr vor die Füße fällst, dass sie auch noch der Preis ist und das Gefühl hat, dir einen Gefallen getan zu haben. Und dann bestätigt sich das nochmal in der Beziehung. Also du kriegst ihr die ganze Zeit in den Arsch, du gehst die ganze Zeit Kompromisse ein, sie weiß, dass du eigentlich keinen Bock drauf hast. Was sagst du ihr damit? Sie muss nichts dafür tun, um dich zu halten. Du bist einfach for free, du bist verfügbar. Und damit kommunizierst du nicht nur eine unfassbare Bedürftigkeit und bist damit super unattraktiv für sie, weil sie weiß, keine andere Frau will dich haben, sondern sie wird dich auch nicht so lieben. Ja, meine ich ja. Genau, richtig. Ich gebe dir noch ein viel extremeres Beispiel. Hast du mal so eine Story mitbekommen, vielleicht von deinen Freunden, Arbeitskollegen, wo eine Frau von ihrem Mann grün und blau geschlagen wurde, der fremdgegangen ist, also wirklich so ein richtiger Wichser, richtiges Arschloch, was wirklich seine Frau schlecht behandelt hat. Hast du sowas schon mal mitbekommen? Ja, okay. Ist aber nicht schlimm, dann erzähle ich dir mal einen Fall. Ich habe eine Frau mal kennengelernt, also gevögelt, das heißt bei mir mal kennengelernt. Und die wurde von ihrem Ex hart missbraucht. Also der hat die wirklich wie Dreck behandelt, der hat die geschlagen,
Er hat sie immer angeschrien und wirklich sehr, sehr schlecht behandelt. Und sie ist ihm trotzdem jahrelang hinterhergelaufen. Und nachdem meine kurze Affäre mit der vorbei war, hat nicht lange gehalten. Ja. Wenn du meine Videos guckst, dann weißt du warum, aus welcher Konstellation heraus. Jedenfalls, nachdem meine Affäre mit ihr vorbei war, ist sie wieder mit ihrem Ex zusammengekommen und sie hat ihn angebettelt: Bitte, bitte, darf ich wieder mit dir zusammen sein? Und wahrscheinlich sind die immer noch zusammen und er schlägt sie heute noch. Warum ist das so? Weil sie so viel akzeptiert hat, sie hat wirklich ihr halbes Leben aufgeopfert für diese Person. Und wenn du einmal so viel in jemanden investiert hast, dann ist es halt sehr, sehr schwer, diese Investition wieder zurückzunehmen und diese Person aufzugeben. Und bei dir ist halt genau das Gegenteil der Fall. Also nicht, dass du jetzt deine Partnerin verprügeln musst, um Gottes Willen. Behandle deine Partnerin wirklich gut, aber leg halt auf der anderen Seite einen gesunden Egoismus an den Tag. Was bei dir passiert ist, ist einfach, du hast keine, nennen wir das mal Unterhaltskosten. Ja. Du hast keine Unterhaltskosten. Du bist fucking billig, Mann. So, jeder kann dich haben. Die Frau muss nichts tun, damit du in der Beziehung bleibst. Und das ist das Problem. Und das kommt, wie gesagt, daraus, oder das resultiert daraus, dass du immer schon ein Typ warst, der nie Erfolg bei Frauen hatte. Ja. Deswegen, die einzige Möglichkeit, wie du das Ganze retten kannst, ist, einen cleanen Cut zu machen. Erstmal zu sagen, ich benötige Abstand. Ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke, weil das nicht meinem Standard entspricht. Und dann kommst du wieder. Und in dieser Zeit musst du neue Frauen kennenlernen, sage ich dir, wie es ist. Ja, ich weiß, klingt krass, ist aber so. Schau, wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass Männer, die ihren Frauen fremdgehen, also die sind in einer beschissenen Beziehung, also genauso wie du jetzt, klammern viel mehr als die Frau ist nicht so hart investiert, und dann haben diese Männer mal eine Gelegenheit, ihr fremd zu gehen. Zum Beispiel ist da diese sexy Arbeitskollegin und die will sie auf einmal flachlegen. Und dann gehen sie ihrer Frau fremd. Was passiert? Oft ist die Beziehung danach viel besser. Also weniger Streit, weniger Dramen, mehr Liebe und so weiter. Einfach weil die Frau merkt, ey, der Typ hat Auswahl, weil dein Verhalten würde sich ändern. Stell dir mal vor, jetzt in deiner Beziehung würdest du fremdgehen mit einem super attraktiven Model, was dich heiraten will direkt. Und die rennt dir die ganze Zeit hinterher und oh, du bist so toll. Und was wird passieren in deiner Beziehung? Also, du bleibst jetzt in deiner Beziehung mit deiner aktuellen Partnerin. Du würdest mehr Eier haben in der Beziehung. Du würdest dir mehr rausnehmen. Du würdest egoistischer sein. Du würdest dich mehr durchsetzen. Weil du weißt, du hast Alternativen, du hast Optionen, du bist was wert. Das hat dir dein Datingleben gezeigt. Ich will jetzt damit kein Fremdgehen. Na, nein, um Gottes Willen, geh nicht fremd. Das war ein Beispiel. Nicht alles wörtlich nehmen. Ich bin absolut gegen das Fremdgehen. Das ist einfach. Guck mal, es geht nicht mal um das Fremdgehen an sich, es geht darum, dass du fucking lügst. Lügen geht nicht. Lügen sollte für dich als Mann komplett tabu sein. Ohne Wenn oder Aber, weil das wird dir immer auf die Füße fallen. Ja. Also, nein, nicht Fremdgehen. Das ist nicht die Legitimation, um fremd zu gehen. Also nicht, dass du jetzt deine Arbeitskollegin bummst und dann sagst, ja, aber der Sascha hat mir das empfohlen. Nein, nein. Genau. Also. Das ist das Muster, was ich meine. Deswegen musst du jetzt Abstand nehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ey, willst du mich gerade verarschen? Das, was du gerade gefragt hast, heißt übersetzt, du hast mir nicht zugehört. Eigentlich müsste das klar sein. Nein. Nein. Junge, ich werde mit dir kein Beziehungscoaching machen. Zu deinem eigenen Interesse. Ich habe dir gerade, wie viel haben wir jetzt schon? 1,5 Stunden fast erklärt, warum. Das macht keinen Sinn. Ja, wir können das jetzt so zusammen manipulieren und ich lege dir alles in den Mund und sag dir, was du sagen oder schreiben sollst. Die könnte kurz funktionieren, aber langfristig wird das nichts. Habe ich dir doch erklärt, Mann. Hast du zugehört? Ja. Also, nein, nein, ich werde dich nicht annehmen dafür. Nein. Nein, hör auf. Degradier dich nicht, als ob wir haben genug Kunden. Du kannst auch 10.000 Euro mehr bezahlen, ich werde dich trotzdem nicht aufnehmen. Weil du wirst langfristig keine geilen Ergebnisse haben.
Du wirst vielleicht kurzfristig sagen, ja, Mann, geil, aber in 10 Jahren würdest du mich dafür verfluchen, dass ich dir das angetan habe und dich in ein Coaching genommen habe, wo es darum geht, jetzt diese Scheißbeziehung, die du da hast, wieder aufzunehmen. Bringt nichts. Lass es sein. Aber ich werde dir dabei nicht helfen. Ja, nein, Coaching kannst du machen. Das ist kein Ding, aber dann unser normales Dating-Coaching. Also, wie gesagt, erstmal Abstand zu deiner Partnerin und dann Fokus auf neue Frauen. Das können wir gerne machen, das ist kein Problem, aber jetzt ein Beziehungscoaching, nein, auf gar keinen Fall. Mach ich nicht. Ja, ey, warte mal. Wie gesagt, ich meine das nicht böse. Ich möchte dir nicht dabei helfen, dein eigenes Grab zu schaufeln. Ich werde das nicht tun. Okay? Ach so, du. Ja, es ist logisch, wieso du jetzt so rumdiskutierst. Also du bist durch einen Freund hierhin gekommen, der Beziehungscoaching gemacht hat, also. Okay. Wie hieß er? Ach so, ja, okay. Ey, guck mal, das ist ein komplett anderer Fall. Wir machen Beziehungscoachings, haben das auch in der Vergangenheit etwas öfters gemacht, aber mittlerweile sind wir da sehr, sehr streng aus den genannten Gründen. Also wenn ich mir nicht 100% überzeugt bin davon, dass es jetzt Sinn macht, die zu retten, dann machen wir das nicht. Der hat doch schon vor 2 Jahren gebucht. Und bei dem war das eine komplett andere Situation. Also erstens, da waren wir noch nicht so streng, was das Beziehungscoaching angeht. Und bei ihm war das, wie gesagt, eine andere Situation. Ja, Bro, das wird aufgezeichnet. Ich sag nichts über, auch wenn es dein Freund ist und sein Einverständnis gegeben hat, über Leute, die hier nicht anwesend sind. Das ja, wir nehmen das doch auf. Ja. Wenn wir gleich aufzeichnen, sage ich dir noch gleich gerne was darüber. Also der Grund, warum deine Situation sich von seiner Situation unterscheidet, das hat miteinander nichts zu tun. Also wie, ey, hör auf rumzudiskutieren. Ich werde dich nicht für ein Beziehungscoaching aufnehmen. Das andere kannst du gerne überlegen, aber ich werde das nicht mit dir machen. Kannst du dir einen Ex-Zurück-Coach suchen? Diese ganzen Scammer. Ich schwöre, lass es sein, Mann. Ja, mach dir da deine Gedanken, aber lass es sein. Kein Beziehungscoaching, das ist die dümmste Idee. Ja, ich weiß, wir bekommen in letzter Zeit voll viele Anfragen dieser Art, also diesem Beziehungscoaching anfragen, weil wir haben das mal aktiver beworben und mittlerweile sind wir halt zu der Erkenntnis gekommen, dass es bei 90% der Leute, die anfragen, gar keinen Sinn macht. Deswegen sind wir da so streng geworden. Weil guck mal, ich habe doch auch, ja, aber ich habe keinen Bock, mit Kunden zusammenzuarbeiten, die dann keine Ergebnisse haben und die eigentlich was ganz anderes erwarten als das, was gut für sie wäre. Weil wie, guck mal, lass mich mal in meine Glaskugel blicken. Wenn ich dich jetzt als Kunden aufnehme, dann wird das folgendermaßen ablaufen. Du wirst die ganze Zeit deine Beziehung zurück wollen, du wirst Fragen stellen oder Informationen geben, die einfach sagen, hey, aber Sascha, ich bin nicht einverstanden mit der Strategie, ich will sie jetzt sofort zurück, ich möchte die Beziehung nicht beenden. Und ich muss die ganze Zeit dir immer wieder aufs Neue erklären, warum das keinen Sinn macht. Genau so wird das ablaufen, jetzt mit der aktuellen Attitüde. Also du kannst das als so eine Option abspeichern in deinem Kopf, vielleicht in einem halben Jahr wiederzukommen und es nochmal zu versuchen, alles gut. Aber bis dahin heißt es neue Frauen kennenlernen. Weil aus deiner Position heraus wirst du keinen Erfolg haben mit dieser Frau, mit dieser Beziehung. Wird nicht passieren. Junge, weißt du, was für ein scammy Versprechen das ist? Also wie dumm das ist, als Coach, wie unprofessionell, einer Jungfrau zu sagen, yo, ich weiß, du hast gar keine Erfahrungen. Ja, ich weiß, du kannst nicht gehen. Ja, ich weiß, das sind diese ganzen Faktoren, die dafür sorgen, dass deine Beziehung kaputt geht. Aber Bruder, ich werde dir garantiert hier helfen, deine Beziehung für die nächsten 20 Jahre zu führen. Das ist doch Bullshit, Mann. Also da müssen schon ein paar Bedingungen stimmen. Ich kann nicht jedem dabei helfen, seine Beziehung zu retten. Ja, wir bieten unsere Beziehungscoachings auch mittlerweile eher für Kunden an. Also für Männer, die bei uns schon das Coaching gemacht haben, unser Fundament-Coaching, die mit unserer Hilfe massenhaft Frauen kennengelernt haben und jetzt stolz sagen können, ich bin ein Frauenheld. Ey, wenn du so ein Kunde bist, gerne, mach Beziehungscoaching bei mir, kein Problem. Ich weiß, was ich dir beigebracht habe, ich weiß, dass du im Überfluss bist, ich weiß, dass du Frauen haben kannst, dann sehr, sehr gerne. Aber das hast du nicht gemacht. Du bist nicht in dieser Position. Deswegen werde ich dir auch kein Beziehungscoaching empfehlen. Also, ey, Diskussion vorbei. Das war das letzte Wort dazu.
Weil du versuchst wirklich auf Teufel komm raus. Als nächstes habe ich das Gefühl, führst du einen Tanz auf. So, bitte, bitte, coach mich in Richtung Beziehungen. Lass es sein, Mann. Ja, also du hast die Devise verstanden. Zuerst heißt es Abstand, also wirklich mindestens mal für 3, 4, 5, 6 Monate. Also so genau kann ich dir das noch nicht sagen. Es hängt davon ab, wie die Frau reagiert. Und, also jetzt auch strategischer Sicht, genau. Und während dieser Zeit lernst du massenhaft Frauen kennen. Du arbeitest an dir selbst, an deinem Selbstwertgefühl, an deinem Selbstbewusstsein, dass du dich wieder für einen geilen Typen hältst, dass du dich für den Preis hältst, in den Spiegel schaust und sagst, ich bin ein geiler Typ. Die Frau kann glücklich sein, mich an ihrer Seite zu haben. Das heißt, wir kümmern uns nur um dich und um Frauen, aber hauptsächlich um dich. Und dann kannst du es wieder versuchen. Das ist die einzige Möglichkeit, die du hast. Punkt. Dachte ich mir, aber ey, mach dir da mal kurz deine Gedanken zu. Ich will jetzt sowieso mir schnell einen Kaffee machen, weil das, was ich auf gar keinen Fall möchte, ist, du fängst jetzt das Coaching an und hast die falsche Erwartungshaltung. Du denkst so, ja, aber ich werde den Sascha im Coaching überreden, dass wir doch jetzt meine Ex zurückgewinnen oder deine kaputte Beziehung zurückgewinnen und zwar jetzt sofort und ich bin nicht bereit, zwischendurch Frauen zu daten. Also brauchen wir das echt nicht anfangen. Ich kenne das, das haben wir alle schon gehabt. Nach 8 Jahren hast du jeden Scheiß schon mal durchgehabt. Also verarsch mich da nicht. Wenn, dann machen wir das wirklich mit der richtigen Einstellung, wie ich das gerade gesagt habe. Okay. Ja, also überleg dir das mal. Ich gehe mir jetzt schnell einen Kaffee holen. Haben wir jetzt schon einige Zeit miteinander geredet. Und hier machen wir auch langsam die Aufzeichnung aus. Weil ich denke, der Rest hat die Leute nicht zu jucken. Jo, bis gleich.